Heute habe ich die grande Bellezza auf dem Beifahrersitz, nämlich Luisa Rossi. Sie ist Stylistin und Lifestyle-Beraterin. Bella Luisa. Sì, cara, dimmi. Was war dein allererster Berufswunsch gewesen? Prima Ballerina. Okay. Ja. Wieso? Ich habe mich immer gerne bewegt und ich habe es geliebt, Tanz. Die Passion war da. Nur konnte ich das leider nicht werden. Meine Eltern hatten die Möglichkeit nicht. Damals finanziell, um das zu unterstützen. Aber ich bin immer noch passionierte Tänzerin. Die Zeit als Model, wenn du so zurückschaust, und auch so ein bisschen, ich meine, das war ja eine Zeit, in der Models wirklich auch so wo es die grossen Supermodels gegeben hat. Ja, genau. Das ist wirklich, dort bist auch du irgendwie sehr bekannt gewesen. Was, wenn du so zurückschaust, was war das für eine Zeit gewesen? Es sind die Golden 80s erstens mal gewesen. Ja. Und das ist schon mal, Golden 80s heisst, es hat eine Arbeit gehabt für jeden und jede. Und von dem her ist es ein super Start gewesen zum Modeln. Ich habe da in der Schweiz angefangen und dann einfach international. Ich bin zuerst auf London gegangen und dann auf die ganze Welt. Und ich habe es sehr basic empfunden. Es ist nicht wie heute, wo du all die Social Media hast. Du hast Adressen bekommen, hast dich mal vorstellen. Man hat nicht gewusst, was die andere oder der andere macht. Und du hast irgendwie keinen Konkurrenzkampf gehabt. Du hast deinen Job gemacht und hast es gut machen und deine Agentur hat dich da sonst unterstützt. Und ja, es war viel, viel einfacher gewesen, habe ich das Gefühl. Und es hat Arbeit gehabt. Ich habe das Gefühl, der Kuchen ist genug gross für alle. Und heute habe ich das Gefühl, der Kuchen ist klein. Und das musst du noch durch so viele Leute aufteilen. Mhm. Und du hast einfach auch noch vieles können selber machen. Ich habe mich selber stylen, coiffieren, schminken. Das hat es noch nicht gegeben. An jedem Job, das ist so die Luxusjobs. Da hast du deine Entourage gehabt. Aber sonst hast du einfach vieles allein machen. Und das ist, ja, du lernst noch vieles. Mhm. Was macht für dich das Leben aus? In der Essenz? Oh, was macht innerliche Zufriedenheit, eine ehrliche Zufriedenheit, ja, mit dir selber. Ich glaube, das macht es aus und das strahlt sich dann auf alles aus. Wenn du mal hast, den Grundstein, dann passiert noch vieles. Wenn du selber irgendwie mit dir nicht im Reinen bist oder nicht die Ruhe hast, dann bist du permanent rastlos, permanent unzufrieden, hackst auf den anderen rum, weil alle anderen sind schuld vielleicht für irgendetwas. Wie auch. Es ist einfach, ich denke, wenn du das hast, die Zufriedenheit, dann auf das kannst du auch viel aufbauen. Das stimmt. Und Gesundheit natürlich, das sagt man sowieso. Aber das ist wenn die Gesundheit nicht da ist, dann verlagert sich ja immer alles anders. Mhm. Aber wenn die schon mal da ist, dann denke ich, ist die innerliche, yogische Seite, Mitte, ist viel wert. Mhm. Hast du das immer gehabt oder ist das etwas, wo... Ach, vergiss es. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich musste jedem Club hingehen, egal auf der Welt, wo ich war, allein oder auch nicht. Ich habe es nicht ausgehalten, nach dem Arbeiten die Heizung. Ich musste immer tanzen. Immer musste irgendwie auf Gas gehen, abdancen. Permanent, ich war rastlos. Mhm. Und immer unruhig und irgendwie gar nicht. Also, das habe ich mir müssen. Die Lampe ist auch extrem rastlos. Die ist auch ständig auf die Zelle heben. Die ist wahnsinnig rastlos. Also, du bist sehr rastlos gewesen, kann man sich gar nicht vorstellen. Gell? Weil du hast jetzt so eine Zufriedenheit, also eine gewisse Ruhe, die du ausstrahlst, obwohl du extrem energetisch bist. Nein, aber aber es ist auch okay. Ich denke, wenn man jung ist, ist man das ein bisschen, oder? Ich kenne keine Junge, ich weiss nicht, was kiffen, dann ist auch rum. Und, und je nachdem, was man glaubt. Ist man dann irgendwie ruhig, aber das habe ich eh nie. Aber ich habe mich empfunden als sehr, gib ihm, oder? Mhm. Immer unterwegs. Luisa Rossi mal still und introvertiert und in sich gekehrt. Was sind das für Momente? Wenn ich Fernsehen schaue. Okay. Ja, das liebe ich. Das ist meine Meditation eigentlich. Wenn ich oben runterfahren will, ruhig sein, so richtig nichts denken, dann schaue ich einen guten Film. Oder eine gute Dokumentation. Ja, ich schaue nicht gerne Schund. Ich schaue nicht so Serien. Nein, Germany's Next Top Model. Definitiv nicht. Nein, das schaue ich nicht. Aber gute Filme. Ich bin absoluter Kinofan, seit eh und je. Mhm. Und wie gesagt, Arte schaue ich sehr gerne. Und einfach da etwas, und dann kann ich ab und ab fahren. Dann bin ich ruhig. Du. Essen und Fernsehen schauen, das gehört so zu meinem Moment, wo ich wirklich runterfahren kann.
Und beim Yoga machen. Beim Yoga auch. Beim Yoga, weil du so viel musst machen eigentlich im Yoga. Du musst Balance finden, du musst atmen, du musst konzentrieren. Und dann hat das Hirn nicht Zeit, noch zu überlegen, was ist noch, wie, wo, was. Dann gehst du einfach um. Das ist eben schön im Yoga. Dann hast du auch den Moment. Aber es sind die 90 Minuten, wo dann, wenn die vorbei sind, bin ich auch wieder ein bisschen unterwegs. Aber so Fernsehen schauen, natürlich Yoga, bin ich ruhig. Hast du verstanden, dass teilweise die Leute sagen, so, oh, machst du auch Yoga? Also das geht mir manchmal so ein bisschen so, dass die Leute sagen, ah, du machst auch eine. Yoga, du bist auch eine von denen. Weil jeder fängt das macht. Soll jeder machen. Im Prinzip sollte Yoga, besser gesagt, ein bisschen Bewegung, ein bisschen stretchen. Yoga kann auch sein, bügeln. Ja. Du machst immer das Gleiche und du kannst dich auf das konzentrieren und da kannst du dich regenerieren. Kann auch das sein. Es kann sein, du schraubst den ganzen Tag. Das ist auch Yoga. In dem Sinn, aber Yoga, so wie wir es kennen, heisst ja Union. Das ist etwas, wo das Package da ist. Union vor allem. Und das kannst du finden, indem du eine andere Tätigkeit machst. Jetzt so, wie wir es kennen, ist es halt mit einer körperlichen Tätigkeit, mit Atmen zusammen verbunden. Ein bisschen auf die Art. Und das ist ja gut. Wir haben vergessen, richtig zu schnaufen, mal bis im Bauch oben runter. Mhm. Man vergisst, wie man sich von lauter geführt, man ist ständig da, so oder so, oder? Dann vergisst du die Brust mal zu öffnen, richtig. Das ist sehr meistens verschlossen. Und du sitzt den ganzen Tag, also auch für den Low Back, für den Rücken ist es nicht das Wahre. Im Yoga tust du stretchen, du kannst sehr das demanding Yoga machen, sehr anstrengendes, aber du kannst auch sehr sanftes machen, wo du dich wieder kannst einmieten kannst, also up to you, oder? Es gibt von dem her einen ganzen Haufen und ich finde, das gehört jeder Mensch können machen. Es soll nicht sein, oh, das machst du auch, sondern ja, es gehört dazu im Leben hinein, um sich besser zu fühlen. Ich habe eigentlich angefangen Yoga, weil ich gemerkt habe, ich brauche keine Turnschuhe. Ich kann das in jedem Hotelzimmer machen. Absolut. Auf meinem Bademäntelchen. Ich brauche eigentlich nichts dazu. Nein. Und ich kann auch nur 10 Minuten machen. Ja. Und ich habe am Anfang wirklich das Gefühl gehabt, ich habe nicht einmal 10 Minuten für mich. Ja. Also so das Maximale, was ich das Gefühl habe, was ich für mich mache, ist 10 Minuten. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, das ist eigentlich ein bisschen wenig. Definitiv. Und dann hatte ich das Gefühl, ich brauche irgendetwas, wo ich keine Ausrede mehr habe. Ja. Und darum bin ich eigentlich auf Yoga gekommen, weil ich eine Yoga-App entdeckt habe, die auch nur so 12 Minuten, 15 Minuten Videos hatte. Und ich habe mir immer gedacht, hey, wenn du die 12 Minuten nicht hast, dann läuft etwas extrem schief gerade. Und so habe ich eigentlich mit Yoga angefangen. Weißt du, ne? Du kannst also Yoga hat mich eigentlich gefunden. So. Ist das so? Ja. Ja, das ist, manchmal hast du so Menschen, die dich hineinführen und manchmal sind es Begebenheiten und manchmal sind es Stresssituationen, wo du sagst, ich muss etwas finden. Jedem das Seine, oder? Ich habe es auch, Gott sei Dank, durch Freunde bin ich eigentlich daran gekommen. Sind wir schon angekommen? Nein. Wir holen dir jetzt schnell einen Kaffee. Was würdest du gerne? Ich einen Kaffee? Ich nehme nur Wasser. Was ist das Wasser? Nein, ich würde sonst innen würde einen Kaffee holen. Für mich? Ja, nur für dich. Ich trinke sonst Tee. Willst du lieber einen Tee? Ja. Machen wir einen Tea-Run heute? Ja. Kein Coffee-Run. Muss ein Coffee-Run sein, gell? Nein, muss nicht. Tea for you. Reden wir noch ein über Style. Jetzt haben wir über dich geredet, über Yoga, über Zentriertheit. Ja. Dann reden wir doch noch ein über Style. Und was ist ein Stil überhaupt für dich? Oder wer hat Stil? Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, das ist eine Stil-Ikone für dich? Ja, also sicher jemand, den ich immer sehr gerne zitiere, ist halt schon Coco Chanel. Okay. Weil sie ist für mich quasi die Casual Queen. Obwohl sie, weißt, immer sehr viel Schickness und Klasse etc. hat sie doch noch angebracht, dass die Frau sich bequemer hat können anlegen konnte. Und das ist für mich schon casual. Ja. Und sie hat durch die Materialien, durch das Frauen viele weichere Materialien haben können tragen und bequemer und auch Hosen. Ja, sie hat vieles gemacht, dass die Frau sich hat können befreien von der damaligen Zeit. Und einfach eine gute, spannende Frau gsi. Und natürlich gibt es noch viele andere, wo man so kennt, die super gsi sind. Sogar Brigitte Bardot ist super, hat wunderbar sich casual angelegt. Man hat sie immer als Sexsymbol angeschaut.
Dabei, wenn du so Fotos von ihr schaust, ist sie wie Jackie Onassis, sehr basic, sehr stylisch angelegt. Wunderschön. Und natürlich gibt es heutzutage, sie kann jeden Style haben. Schaut nur Pinterest an oder eben all die Social Media. Da gibt es so viele Leute, die so viel Talent haben. Ja, ich finde einfach, man muss Spass haben. Weißt du, was ich spannend finde? Wenn du bei Google Business Frauen oder Business Ladies googelst, dann findest du meistens irgendwelche Gesichter von, ich sage jetzt mal, Frauen so Mitte 40, meistens Mitte 40, Mitte 50, weißes Blüsli, bitter. Schwarze Bläser, bitter. Extrem bitter. Ja. Und was ich immer wieder merke, das ist Businessfrauen. Wer ist das? Wie legen die sich an? Das ist, finde ich, ganz speziell. Das hat alles das noch überhaupt kein Profil. Nein, das ist noch das Bild von früher. Man hat das Gefühl gehabt, wenn du im Business musst sein, dann musst du einfach Stier aussehen. Das ist seriös. Ja, das ist seriös. Aber du kannst seriös angelegt sein mit Eleganz. Oder auch mit einer gewissen Coolness. Und immer muss typgerecht sein. Das ist ja das, was ich an meinen Kunden auch zeige. Oder auch sie teilen tun, wenn ich auf Shoppingtour gehe. Es ist für mich der Faktor Typgerechtigkeit wichtig. Aber auch, dass immer eine gewisse Lässigkeit da ist. Mhm. Aber wieso müssen... Also ich habe die Diskussionen ja mit vielen auch von meinen Leading Ladies, von meinen Businessfrauen, die sehr, sehr erfolgreich sind. Die sagen, bei mir ist... Selbst obwohl ich sehr erfolgreich bin, was wie ich angelegt bin, ist immer ein Thema. Mhm. Wieso kommen selbst sehr erfolgreiche Frauen, geschweige denn die, die auf dem Weg sind nach oben, für die ist es ja noch, so, noch viel mehr ein Thema. Wieso kommen wir Frauen nicht dort irgendwie darüber aus, dass wir uns... Ja, der Mann hat es ja einfach. Dann zieht er nachzugehen. Ja. Wenn es danach ist, wobei auch das lockerer wird mittlerweile. Mhm. Dass der Mann muss nicht immer im Anzug, Krawatte daherkommen. Aber es hat halt etwas Seriöses. Je mehr um Geld geht, je einfacher musst du dich zurückziehen. In der Regel. Mhm. Also, dass du dich nicht exponieren tust, dass du selber als Mensch nicht im Vordergrund stehst, sondern mehr dein Können. Und das kannst du mit Kleidern kannst du halt schon polarisieren. Du kannst mit Kleidern schon vermitteln, eine Mitteilung vermitteln. Oder, was teilst du gerade mit da? Ich würde Lebensfreude hat vielleicht ein bisschen mehr Frühling, wenn ich da raus schaue, oder ein bisschen mehr Sommer. Wenn es schon so grau ist, komme ich ein bisschen floral daher, oder? Obwohl ich gerne auch schwarz, aber da wäre ich ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Understatement gewesen mit schwarz, oder? Ja. Oder ich kann auch gerne immer weiße Bluse. Ich bin so ein weißer Blusen-Fan. Absolut. Finde ich immer one of my top basics. Aber eben, im Businessleben ist halt schon, mit Kleidern kannst du vermitteln. Wenn du gerade rot daherkommst, ja, dann polarisierst, oder? Der Schub ist zu kurz oder irgendwie zu fancy Hosen oder wie auch. Es kommt darauf an, was willst du erreichen in deinem Business? Willst du einfach gut angelegt sein, dich wohlfühlen primär in dem, was du anhast? Und typgerecht sein? Oder willst du irgendwie dich präsentieren durch deine Kleider? Also, es ist ein Message. Mode ist auch ein Message. Und dann muss ich von meinen Kunden eben, oder ja, mal zuerst fragen, was willst du? Oder? Und dann kann man daran arbeiten. Es fängt schon von unten an, was für Schuhe du anlegst mit allem. Ich sehe viele katastrophale Schuhe im Businessbereich. Das geht gar nicht. Gar nicht, meine Damen. Schuhe number one. Also zuerst mal, und das heisst nicht, dass man muss mit den Hacken rumlaufen muss, sondern man kann auch ruhig auch flat, basso, kann man sehr gut sich da präsentieren. Es gibt so tolle Schuhe, mittlerweile kannst du sogar gute Sneakers anlegen im Business. Mhm. Also je nachdem, wie wo was, aber es gibt tolle Schuhe und das macht es aus. Zuerst mal, wenn du weißt, wo muss ich den ganzen Tag wirklich, ich muss viel rumlaufen oder ich muss viel stehen, dann weißt du mal schon den richtigen Schuh. Und von dort weg kannst du gegenauf arbeiten. Wenn du Hosen kaufst, dann schaust du mal, dass es eine Hose ist, die lässiger aussieht, nicht zu bitter. Auch wenn es ein Anzug muss sein, heutzutage sind Anzüge so schön, so lässig, so feminin und gleich schön im Detail. Gute Knöpfe, vielleicht die Länge nicht zu lang, ein bisschen kürzer mit einem guten Umschlag. Aber wieso so vieles. Wieso wird immer noch so ein riesen Aufstand drum gemacht, was Frauen anhaben, auch im Geschäftsleben? Ich meine, ja, ich mag mich wir werden halt gerne angeschaut, wir Frauen. Ist es... Ist das eher ein Rucksäckchen oder ist das ein Asset? Also ist das etwas, das wir eher zum Guten nutzen können? Oder absolut. Ist das etwas, das uns eher manchmal im Weg steht? Nein, absolut. Du musst etwas anhaben, so oder so, um Viertel. Eindeutig. Also kannst ja, egal was du machst, ob du jetzt Bäcker bist oder eine Businessfrau irgendwo oder wie auch was, Wurst, oder? Mhm. Also du musst irgendetwas anhaben. Und dann musst du es halt überlegen, ein bisschen in meinem Business, wo bin ich, wo stehe ich, was... Und dann hilft das, zu sagen, also...
jeder schaut gerne, wenn jemand schön angelegt ist und typgerecht eine gute Falle macht. Mhm. Hat niemand irgendetwas dagegen? Aber kannst du verstehen, mir hat zum Beispiel mal jemand gesagt, wo ich so Anfang meiner Karriere war, ich sage viel zu hübsch, ich werde in der Corporate sicher nie eine Karriere machen. Ach komm jetzt, das ist nur ein Schnitt. Das hat mir ein Mann gesagt, ja, ja. Das hat mich total schockiert. Ich habe wirklich gedacht, so, hä? Ich habe immer gemeint, so, ich bin noch eine Gescheide und das sagt doch das Essen. Das ist ein Mann, der das gesagt hat. Bin ich einfach ein bisschen sehr naiv gewesen? Oder? Ja, es ist irgendein Mann, der das gesagt hat, der kommt nicht raus. Aber es ist in der Regel ist schon unter dem Strich, du kannst hübsch sein, du kannst alles sein, das kann dir eine Tür öffnen, vielleicht nicht gerade auf dem ersten Ding, aber schlussendlich ist das, was du machst. Das, was sich zeigen tut. Also, wenn du keine Substanz hast, dahin, genau. Dann kommst du nie in die Zone. Mhm. Oder du bleibst zumindest nicht. Ich tue immer dein Mikrofon da zusammenschlagen. Du schlägst es ein bisschen, ja. Gestikuliert. Irgendwann schnappt er, ich sage das. Ich kann nicht. Du siehst, meine innerliche Mitte, wo ist die? Gestikuliere ich dann. Trink mal ein Tee. Genau. Aber ist besser. Trink mal Tee. Ich überlege mir, ob ich noch gescheite andere Fragen habe. Aber du tust eben viel auch. Du brennst dich nicht. Ja. Ja. Wasser? Nein, ist gut. Löschen? Muss ein bisschen offen lassen, damit Dampf rauskommt. Du tust ja auch Businessfrauen beraten, nicht nur, auch Männer, aber auch Businessfrauen. Ja. Ist dir da schon mal irgendetwas total Schräges passiert bei einem von deinen Kunden, wo du so Kleider beraten hast? Nie. Nein, eigentlich nicht. Schräg. Nein, wirklich nicht. Nein, für mich ist erstens mal der Person an sich, ihre Figur, kannst du sagen, ihre Grösse, spielt für mich keine Rolle. Mhm. Und der Mensch, wenn er schon zu mir kommt, ist er, weil er etwas verändern will. Mhm. Also ist man schon offen. Anders wäre vielleicht, wenn ich müsste, für Firmen ausher, das hat es auch schon gegeben, wo mich Firmen engagiert haben, haben gesagt, du sollst mir das Personal ein bisschen unter die Lupe nehmen und ein bisschen etwas machen mit ihnen. Da hatte ich mal einen Herr, der einfach die Kebenwollensocken angehabt hat. Und von denen einfach nicht weggekommen ist. Und hat er die so gerne gehabt? Ich weiss nicht, was er denen Wollensocken gehabt hat, aber es ist einfach das gar nicht. Oder? Und da konnte ich ihn anbringen nach dem Workshop etc., dass er wirklich tatsächlich dann gegangen ist und mir gezeigt hat, dass er die gekauft hat, neue. Aber sonst an und für sich, ich glaube, es ist mehr eine Unsicherheit, dass die Leute nicht wissen, wie kombinieren, was machen. Dort passiert ein bisschen komische Fauxpas. Aber es ist mehr, weil nicht jedem ist es gegeben, mit Mode umzugehen. Ja, aber für mich komische Leute, nein, noch nie. Habe ich Glück gehabt. Oder ich kann es gut auffangen und gut handeln, dass es gut kommt. Aber ich kann das nicht behaupten. Es sind doch über 20 Jahre, als ich es mache. Nein, gar nicht. Und ich habe wirklich für jedes Viertel immer alles gefunden. Es gibt es nicht, das heisst, ich finde keine Hose. Ich finde immer eine Hose. Für meine Kunden, immer. Und zwar lässige. Jetzt hast du gerade aufgehört, Autofahren. Jetzt fahren wir auf. Nein, wir sind ja an unserem Schlusspunkt angekommen. Schon? Das ist wie im Flug vergangen. Ja. Aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, wenn eine Fee kommt und sagt, Luisa, du hast einen Wunsch frei, aber der Wunsch geht zu Lasten von jemand anderem. Also dein Gewinn ist der Verlust von jemand anderem. Was würdest du dir wünschen? Ich nehme ihn einfach nicht an. Mit dem müsste ich leben. Das geht nicht. Das ist nicht gut für meine innerliche Ruhe. Das geht gar nicht. Schlecht fürs Karma. Ist kein gutes Karma. Nein. Mhm. Go for a good Karma. Das bringt dich weiter. Ich gebe jetzt dem Karma dein Ding da, soll sich eigentlich da festkleben. Nein, ein deutlich schlechtes Licht, Karma heute. Nein, ist alles die. Meine hat noch gekämmt. Meine hat gekämmt. So gut. Aber ich finde das eigentlich ganz, ich kann mir das auch, also ich überlege mir ja auf meine eigenen Fragen auch Antworten. Ja. Ich hätte, glaube ich, gleich geantwortet. Ich hätte gesagt, ich nehme, dann wünsche ich mir lieber nichts, bevor es zu Lasten von jemand anderem geht. Nein, das kommt nie gut raus. Mhm. Nie. Mhm. Und es ist ein Turnaround, was du gibst, es ist so. Das hat mir das Leben gelehrt in all diesen Jahren. Ist, effektiv, ich habe auch viel Flattern bekommen in meinem Leben, weil ich vielleicht nicht den richtigen Weg genommen habe oder was auch. Also es ist immer gut zurückgekommen, alles. Genau. In dem Fall lasse ich dich jetzt mal ein bisschen fahren. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Ja, jetzt kannst du mal ein bisschen fahren. Nein, mehr, mit meinen Hacken. Ja, sicher. Du kannst jetzt beweisen, dass man mit Louboutins auch kann Range Rover fahren.
Das machen wir nicht. Ich steige jetzt aus, ich habe keine Lust mehr. Jetzt ist es an dir. Jetzt können wir mal schauen, ob du echt kannst Auto fahren. Okay, mache ich. Anschnallen. Genau. Ja, und diesmal ist es echt schnell gegangen mit der wunderbaren Luisa Rossi. Das war es vom Ladies Drive Coffee Run. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Sommer. Ciao, ciao.